Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Let's Play War Thunder mit Impleet. Heute haben wir Sonntag und heute gibt es die IS-4, die ich hier habe. Die ist an dem Tag, an dem ich sie gespielt habe, niegelnagelneu gewesen. Ich erkläre euch jetzt erstmal, wie das aktuell mit den Videos läuft. Ich habe im Moment 14 Videos im Vorlauf. Das heißt also, das Video, das ihr heute seht, ist wahrscheinlich schon 2 Wochen alt. Ich musste mir das so ein bisschen einteilen. Wenn ich da mal viel spiele und da waren viele gute Spiele dabei, dann habe ich die einfach aufgezeichnet und dann suche ich die jetzt nach und nach raus, packe ein Intro davor, so wie in diesem Fall, und zeige die euch dann. Das heißt also nicht, dass ich die IS-4 seit gestern habe, sondern die habe ich jetzt schon seit 14 Tagen und das ist mit vielen anderen Panzern genauso, die ich euch in Zukunft zeigen werde, dass die Videos teilweise dann schon 1 oder 2 Wochen alt sind. Deswegen, seid mir nicht böse, wenn ich in diesen Videos teilweise mich über zum Beispiel Fehler aufrege, die womöglich schon längst behoben worden sind. Ich schaffe es anders zeitlich nicht, außer im Vorlauf zu arbeiten, weil wir auf der Arbeit im Moment relativ viel zu tun haben durch die Nahostkrisen, die wir da unten haben, komme ich relativ wenig zum Spielen und habe deswegen vorsorglich schon mal ein bisschen für euch voraufgezeichnet. So, also heute Sonntag die IS-4, da sage ich gleich nochmal eben was zu, um euch gleich zu sagen, was diese Woche noch kommt. Am Dienstag werden wir den T-54 uns nochmal wieder anschauen, und zwar auf Stalingrad. Den habe ich einfach mal wieder gespielt, weil ich Lust drauf hatte. Das ist ja ein neues Format. Am Donnerstag habe ich dann für euch 2 Live-Matches, und zwar einmal am Anfang mit den Sherman-Panzern, Amerikaner, ja, ich spiele Amerikaner mittlerweile wieder, und als zweites dann mit den Russen auf Finnland, und das war ein richtig geil spannendes Match, müsst ihr euch unbedingt angucken, das war episch, in meinen Augen war das einfach nur episch. Dann am kommenden Samstag haben wir den Panzer 4 in verschiedenen Ausführungen nochmal im Live-Match und da zeigen wir euch in unserer Squad, dass man mit den Panzer 4 richtig was reißen kann. Scheißegal, ob da T-34 und dieser ganze Käse um die Ecke kommt, wir rotzen sie einfach mal weg. Liegt natürlich ein bisschen am Teamspiel, aber gut, Teamspiel von euch darf ja jeder machen. Ne? Notfalls eben in einem Clan bewerben, zum Beispiel TFD. Und dann gibt es irgendwann auch Teams, mit denen man spielen kann. So, und am Sonntag habe ich dann eine ganz besondere Überraschung für euch. Die Maus im Live-Spiel. Wir haben eine Squad gebildet, haben uns in Mäuse gesetzt und haben den Gegnern richtig zugesetzt. Das ist so erstmal der Vorschau für die nächste Woche. Ihr seht dazu natürlich auch wieder einen Trailer, der ist ja schon rausgekommen. Bitte verlasst euch nicht darauf, dass ich in Zukunft ständig Trailer mache. Die mache ich nur, wenn ich Zeit und Lust habe. Diesmal, für diese Woche, habe ich jetzt halt nochmal einen Trailer gemacht. Ich weiß nicht, ob das für die nächste Woche genauso sein wird. Zur IS-4, die wir uns jetzt gleich mal angucken. Das war ihr zweites Match. Im ersten Match habe ich direkt auf die Fresse gekriegt. Zur IS-4 möchte ich euch ganz kurz sagen, wo sie frontal ihre Schwachstellen hat. Sie hat natürlich von der Seite und von hinten die üblichen Schwachstellen, die ihr alle mittlerweile kennen solltet. Aber eine IS-4 kann man auch ganz wunderbar von vorne knacken. Gucken wir uns einmal in der Armo-Ansicht an. Nicht hier irgendwo auf dieses ganze Gedöns drauf schießen, werdet ihr in der Regel mit einem schwächeren Panzer nicht durchkommen. Aber sie hat quasi hier da ein riesengroßes, fettes Loch. Das hat nur 50 mm. Wenn ihr da einen reinsimmelt, und das ist ohne Probleme möglich, wenn man mal ganz kurz durchatmet und zielt, dann ist die kaputt, und zwar sofort. Deswegen hier mein Tipp, wenn ihr mal so einer IS-4 gegenübersteht, ihr solltet möglichst immer so ein bisschen in Deckung stehen. Irgendwann wird der Vollpfosten in der IS-4 garantiert mal schießen. Und wenn er dann geschossen hat, dann hat er eine ziemlich lange Nachladezeit. Das heißt, ihr könnt in aller Ruhe aus eurer Deckung rausfahren, tief durchatmen, das Loch suchen, draufhalten, abdrücken. IS-4 ist Geschichte. Habe ich die letzte Zeit öfters gemacht, geht ganz wunderbar. Funktioniert übrigens auch mit dem T10M, werdet ihr die Tage aber auch nochmal in einem Video sehen. So, wir schauen uns jetzt das zweite Match mit der IS-4 an. Ich habe mich gewundert, dass es direkt so gut gelaufen ist. Da war nämlich auch wieder so ein Mausfahrer. Der meinte, er ist der King in the House und hat sich dann irgendwann immer weiter vorgetraut. Darauf hatte ich eigentlich nur gewartet und dem habe ich dann das Licht ausgeknipst. Selbst schuld. Viel Spaß. So, los geht das. Dann gucken wir mal, wo uns das hinführen wird. Ist jetzt das zweite Gefecht. Im ersten Gefecht habe ich ordentlich auf die Mütze gekriegt. Aber ich brauche hin und wieder auch mal ein bisschen länger, um mich auf so einen Panzer einzufahren.
ein Gefecht ist ja nun nicht lange. Vielleicht klappt es diesmal. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich muss mich noch so ein bisschen damit anfreunden, dass es hier vorne ein Loch hat, wo jeder reinschießt. Finde ich gar nicht nett. Und sie ist halt auch noch Stock. Das merkt man an allen Ecken und Enden. Ich vermute mal, wenn dieser Panzer irgendwann in 2 Jahren dann mal komplett ausgebaut sein wird, dass ich dann wahrscheinlich bessere Ergebnisse mit dem IS-4M erziele. Allerdings war das erste Gefecht sowas von unglaublich schlecht, dass ich mir gesagt habe, nein, diesmal zeige ich nicht das erste Gefecht, sondern ich zeige das zweite oder dritte oder vierte, je nachdem wie lange es dauert, bis ich mit dem Panzer mal jemanden abschieße. Ansonsten finde ich den ziemlich cool. Also insgesamt ein in meinen Augen besserer Panzer als der IS-3. Weil er von Anfang an schon um ein Vielfaches schneller ist. Die IS-3 ist ja doch sehr gemütlich unterwegs, vor allen Dingen am Anfang, wenn sie Stock ist. Was ich auf diesem Battle Rating mache, und das stehe ich auch zu und das gebe ich auch zu, ich kaufe mir immer direkt am Anfang, wenn ich so einen Panzer habe, einmal den Feuerlöscher und den Reparatursatz. Ich habe einfach keinen Bock da 520 Gefechte zu warten, bis ich das dann mal erforscht habe, weil die Erforschung hier oben auf Tier 5 natürlich sehr, sehr lange dauert. Dann kriegt man einen an den Turm und der Geschützverschluss ist kaputt und was will man dann mit dem Panzer noch? Ist vielleicht auch so ein bisschen Absicht von Gaijin, aber gut. Ich stehe dazu, das ist nun mal ein Spiel, die wollen Geld verdienen und ich finde, es läuft hier immer noch relativ fair ab, wenn ich da mal so den Vergleich zu anderen Spielen ziehe, die Free-to-Play sind. Da werde ich mich niemals beschweren, denn ich finde, von all den Free-to-Play-Modellen, die ich so kenne und spiele, ist War Thunder sicherlich nach wie vor eines der fairsten den Spielern gegenüber. Nein, ich kriege dafür jetzt kein Geld, dass ich das gesagt habe. So, was haben wir dann? Ich bin zum Beispiel auch sehr ängstlich mit dem Panzer. Wobei eigentlich nicht viele Gegner mehr auf dem Gefechtsfeld unterwegs sind, die mir ernsthaft böse werden können. Das sind natürlich die Spezies, die wissen, wie man... Aua! Hey! Das war nicht nett. Wo war ich stehen geblieben? Was heißt stehen geblieben? Ich sitze die ganze Zeit. Das sind die Spezies, die natürlich wissen, wie man IS-4 knackt. Klar. Wäre ja auch schlimm, wenn das nicht möglich wäre. Dann sind die ganzen Flügelmunitionspanzer, die meinem echt Kopf zerbrechen, zerreißen. Ja, die zerreißen mir auch den Kopf. Nein, bereiten. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir da hinten an die Maus und alles rankommen. Je näher wir dran sind, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir das Ding knacken können. Da muss man einfach mal beherzt vorangehen. Und wenn man Pech hat... da. Ja, das wird natürlich so nichts. Wenn man Pech hat, dann das nächste Video aufzeichnen. Aber jetzt noch ein bisschen näher ran. Nein, also ich fahre jetzt möglichst nah ran, weil je näher ich dran bin, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich sie tatsächlich von der Seite packen kann und dass ich sie dann auch penetriere mit meiner 0815 Standardmunition. So, jetzt müssen wir hier natürlich extremst vorsichtig sein. Da war ein T-54, böser Panzer. Ja, so geht das nix. Also da muss ich wirklich genau im rechten Winkel oben im Turm treffen, sonst gehe ich da nicht durch. Gucken wir mal auf dieser Seite. Was haben wir da? Da war doch gerade was. Da ist doch was. So. Ihr merkt ja schon, lange Nachladezeit, ne? T-54. Schießt er mir denn immer die Kette kaputt? Was soll das? Hast du was gegen Ketten? Ich nehme dich gleich an selbige, du Schlumpf. Na, nee. Ich muss den. Ah, nee, da wird nix. Kacke, gelb auf weiß ist auch nicht so toll. Ja, gut. Das nicht so richtig. Da
ich mir mal eine andere. Fuck. Schon wieder die Kette runter. So, was hat er denn gegen meine Kette? Kann wohl Ketten nicht leiden, ne? Dann darfst du nicht Panzer spielen, wenn du was gegen Ketten hast. So, jetzt kriegen. Ne. Der guckt. Der, das wird so nix. Der guckt da durch so eine klitzekleine Lücke. Da krieg ich den nicht getroffen. Flugzeug. Also wir haben eine Maus. Mit T54. Beides böse. Kann beides Klicklicht aus Implied machen. Vielleicht von hier. Autsch! Geschützverschluss kaputt. Leck mir. Ein IS-3. Genau, ich versuche das jetzt gleich mal anders. Da kommt der. Er versucht auch an mich ranzukommen, aber da vorne der Kollege deckt mich. Also ich meine, er deckt mich im Sinne von militärischen Dingen. Nicht, was er jetzt deckt, denkt. Ich weiß, dass auch Jüngere meine Videos gucken. Deswegen werde ich jetzt nicht weiter vertiefen. Wobei vertiefen bei diesem Thema auch schon wieder so zweideutig ist. Ne? So, komm her, du Schlumpf. Schalle. Meine ich doch. Böser Fehler, so aus Deckung fahren, ist nichts gut. Hättest du anders machen sollen. Da hinten kommt ein Flieger, aber der kann uns so nicht treffen, weil wir direkt hinter dem Haus in seiner Flugrichtung stehen. Schießen? Wenn er geht? Komm, wo ist er? Ah, abgestürzt. Ja gut. So. Kommt man, glaube ich, am besten raus und alles müsste eigentlich bouncen, was uns so trifft. Ja. Sprache und tat es dann. Kacke, schon wieder nicht reingekommen. Für all die, die noch nicht so viel Erfahrung beim Panzerfahren haben, so wie ich das jetzt hier gerade mache, Kette ab, natürlich. Also dieses, was ich hier mache, dieses Zurücksetzen und dann Schießen, ist eigentlich immer eine ganz, ganz tolle Sache. Noch eine Kette ab, jetzt habe ich gleich gar keine Ketten mehr, die haben heute was gegen meine Ketten. Wenn man selbst beschossen wird, die meisten Schüsse bouncen dann tatsächlich, hier der jetzt auch gerade, habt ihr gesehen. Jetzt komm, Mäuschen. Ja, geil, Licht aus. Mann, oh Mann, hast vergessen, dass ich hier stehe, hä? Oder hast gedacht, ich kann dir nichts? Was auch immer, das war dumm. Aber gut, ne? Ein bisschen Glück muss man auch haben. Das gehört halt mit dazu, das ist nun mal ein Spiel. Spiel soll Spaß machen, im Spiel muss man ein bisschen Glück haben. Wenn es nur um Erfahrung gehen würde, dann wäre es sicherlich für jeden Anfänger frustrierend, wenn man auf alte Hasen trifft. Ich zähle mich jetzt übrigens nicht dazu. So. Wo kippen sie wieder drauf, weil der Geschützverschluss ist kaputt. Ja, ja. Nee. Nix. Oh, hier ist auch noch Rohr kaputt. Aber man muss das probieren. Da kommt da dieser T4. Also geht ja gar nicht. Jetzt müssen wir aber aufpassen, wenn der uns von der Seite an die richtige Stelle reindrückt, dann geht das Licht aus. Diesmal bei mir. Kacke. Ich kann so nicht reparieren. Das ist auch noch alle. Aber gut, ich hatte wenigstens einen Abschuss. zwei. Maus und T54. Ich habe die 77er rausgenommen. Zwei Stück. Da habe ich ja eigentlich meinen Job schon erledigt. Als 77er. Der da hinten macht mich so ein bisschen nervös, muss ich ganz ehrlich sagen. Wie werden wir den denn jetzt los mit kaputten Rohr? Wir können ja nicht auf den schießen. Und wenn der bisschen Kaber mutig getrunken hat, dann kommt er nämlich trotzdem ran und packt uns von der Seite und macht da ein kleines Loch bei uns rein und dann ist vorbei. Ich muss mich anders hinstellen. Jetzt drin. Hör doch mal auf, mich drauf zu schießen. Jetzt kommen auch noch Bomben. Oh Mann. Wie weit soll ich denn zurückfahren? Ich kann ja nicht bis zu unserem Spawnpunkt zurückfahren, um mich zu reparieren. Den bringen wir jetzt zu Ende hier. Fertig. Gucken. Vielleicht weiß der nicht, wo der hinschießen soll. Dann ziehen wir den Bomber.
ja, genau. Hoffentlich schießt er mich jetzt nicht ab. Wenn wir den Bomber kriegen, dann schmeiß ich dir eine Bombe auf den Kopf. Da sind wir das Problem los. Oh, schon wieder beide Ketten runter. So, jetzt wollen wir zusehen, dass wir da auch rankommen. Zwei Jäger in der Luft ist natürlich extremst kacke, würde man in Hamburg sagen. Bitte, 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 lass mich doch nur das Bäumchen, das eine Bäumchen, bitte. Bitte. Ja, danke. Genau in dem Moment, wo ich die abgeworfen habe, schießen die mich runter. Hoffentlich trifft die. Hoffentlich trifft die, hoffentlich trifft die. Fett geil. Ja, so macht man das, Leute, wenn dann die Kanone kaputt ist. Ich hatte die ganze Zeit diesen Plach, du Scheiße. Nein, natürlich war das jetzt Glück, aber ja, da kommt man immer raus aus der Nummer. Fuck. Oh, der lässt sich auch noch Zeit. Mein Gott, bring's zu Ende. Quäl mich nicht. Mach. Dankeschön. Himmel hilf. Ja gut. Trotzdem finde ich für mein erstes richtiges Gefecht mit der IS-4, das erste zähle ich nach wie vor nicht, das war völlig Banane, ein gutes Ergebnis. Sicherlich kein Pro-Ergebnis. Da gibt es bestimmt einige Spieler, die in ihrem ersten Gefecht gleich 221 Abschüsse gemacht haben. Aber ich habe ja schon öfters gesagt, ich bin kein Top-Spieler, ich spiele zum Spaß. Und für mich war das jetzt ein gutes Ergebnis. Trotzdem bringen wir das Match jetzt hier zu Ende. Wir haben ja noch einen anderen tollen Panzer. Den mag ich übrigens auch sehr, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich fahre ihn nur nicht sehr oft. Und ich muss ganz ehrlich sagen, der ist so mit seiner normalen Munition schon sehr stark. Der kann damit alles knacken, was ihm so begegnet. Die T10M kann er knacken, der kann eine Maus knacken. Kriegt alles geknackt, steckt unheimlich gut ein. Deswegen hätte Gaijin im Grunde genommen darauf verzichten können, auch noch einen dritten T54 mit Flügelmunition ins Spiel zu implementieren. Generell hätte ich sowieso die ganze Flügelmunition rausgelassen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ein T10M ohne Flügelmunition ist nur noch halb so gefährlich, hält aber trotzdem noch genauso viel aus. Müsste dann halt mal einmal ein bisschen besser schießen, um irgendjemanden rauszunehmen. Das schafft er auch mit seiner normalen Munition, weil er ein dickes, fettes Rohr da vorne hängen hat. Hätten sie die Flügelmunition rausgelassen, auch wenn historisch korrekt, damals zu dem Zeitpunkt sicherlich schon vorhanden, wäre das Balancing im Spiel um ein Vielfaches besser ausgefallen als so wie mit der Flügelmunition. Na, jetzt muss ich mich konzentrieren, weil ich, ihr kennt mich, ich würde jetzt ganz gerne noch eben den T-54 knallen, der mir da so kackenfrech in Popo geschossen hat. Blöde Zäune. Ich glaube, ich träume diese blöden Zäune. Flugzeug? Bomben? Los, weg hier! Oh, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott! Gib Gummi, gib Gummi, gib Gummi! Schneller, 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 schneller! Oh. Was? Die Bomben sind doch jetzt hinter uns explodiert. Habe ich recht? Wieso geht vor dem Panzer der Geschützverschluss kaputt, wenn hinter mir Bomben explodieren? Ist wieder eins von diesen Dingern, die ich nicht verstehe. Aber wahrscheinlich, ja, genau so wird es gewesen sein. Der Granatensplitter ist hoch in die Luft geflogen durch die Explosion und dann mit rasender Geschwindigkeit von oben wieder runter durch mein offenes Turmlug auf den Geschützverschluss und hat ihn dann zerdeppert. Genau so war's. Mist. Mein Gott, das hätte doch alles Mögliche kaputt gehen können. Bis jetzt. Ah, leck mich! Fuck! Ich wollte gerade sagen, wäre es die IS-4M gewesen, wären mir nur die Ketten abgefallen. Mann, 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 Mann. Ach, von da oben. Ich dachte jetzt, das wäre da vorne einer gewesen. Den habe ich nicht mal gesehen. Da war ich blind. Das war jetzt nicht so toll, was ich da gemacht habe. Aber wir haben ja noch ein paar Panzer. Scheiße. Egal wie das hier ausgeht, wir werden sehr wahrscheinlich verlieren. Ich denke das jetzt mal so. Ich da oben den Balken sehe.
werde dieses Video trotzdem hochladen, weil eben, wie gesagt, mein erstes richtiges Gefecht mit der IS-4. Und ich habe ja gesagt letztes Mal, wenn ich einen Panzer neu habe, vor den großen Dingern, dann möchte ich euch gerne das erste Gefecht zeigen. Ich habe jetzt aber gerade wirklich gespielt, wir sind absoluter Oberschlumpf. Vielleicht kann man ein Flugzeug mitnehmen. Ich finde die IS-4 toll, muss ich ganz ehrlich sagen. Gefällt mir viel, viel besser als der IS-3. Mit dem bin ich nie so richtig warm geworden. Wahrscheinlich auch, weil er so super langsam ist. Die IS-4 macht Spaß, auch wenn sie Stock ist. Und wenn sie dann mal ausgebaut ist, wird sie wahrscheinlich granatenstark sein. So, komm rein noch. Bitte, komm. Nicht mal seine Kette habe ich ihm abgezogen. Naja, für Ketten muss man halt Pro sein. Oder eine Maus fahren. Oder was auch immer. Ja gut, mir hat es trotzdem Spaß gemacht. Muss ich ganz ehrlich sagen. Man muss ja nicht immer gewinnen. Und das war dann das erste richtige Gefecht mit meiner IS-4M. Oh, zweiter Platz sogar. Wow. Ja, dann brauchen wir uns auch nicht schämen und verstecken. Schön. ...1500 plus gemacht. Hast du Premium-Konto, oder? Ja. Ah ja, okay. Bis ungefähr Ende Januar. Was weniger. Rechtes Spawnpunkt, oder? Ja. Ja, es, also... Wenn ich das schon wieder sehe, wie der Typ hier... Oh Mann, ey. Das macht Platz für dich, so. Nee, ich bleib bei dir. Okay. Ich bin dein Bodyguard. Okay. Dein Wingman. Okay. Fahrt ihr zur A? Zu B. Fahren jetzt erstmal zum Extrablatt und holen uns ein paar Kaffee. Alles klar. Da vorne drei Buhnen. Der ist wieder schnell unterwegs. Mach mal. Nee, ich mach nicht hoch. Wart bei B vorne auf euch.
versucht die Parallelstraße hochzufahren. Ja. Ah, irgendwo kracht hier wieder ein Haus ein. Siehst du den auf der Karte, der da steht, Martin? Mhm. Okay. Jetzt steht er da nicht mehr. Irgendwer hat ihn gerade abgeschossen. Ja. Es ist wieder eins von diesen Matches, wo es wieder viel zu schnell geht. Du fährst zu deren Spawn jetzt, Raibun, sei vorsichtig. Ja, ich wollte hier aber sowieso gerade abbiegen. Kugelblitz. Och, nicht doch. Ich fahre dem Geschehen hier immer eine halbe Stunde hinterher mit der Maus. Keinen Gegner gesichtet. Ja. Ist doch wohl ein Witz, oder? Jetzt geht das schon wieder los. Ich bin an dem Jagdpanther gebounced. Klasse, jetzt hat ein anderer den weggeballert. So langsam auf die Nüsse, diese ständige Gebounce oder Gehitte, ohne dass was passiert. Der sich wohl erschrocken hat? Ich glaube ja. Kommt um die Ecke und steht vor mir. Aufpassen, da ist gleich einer hinter uns. Jagdpanther. Ja. Den. Ach, schade, geht nicht durch. Ich glaube, der zielt auch. Ja, der zieht sich gerade wieder zurück, aber er zielt hier hin.
Und jetzt wieder, ich bounce an dem T-44. Das Spiel will mich doch trollen, oder? Das ist doch nicht normal. Ja, das kann wirklich nicht normal sein. TCM voraus, TCM. Oh, jetzt rammt der mich mit seinem T. Ich hab einen, ich glaub's nicht. Ja. Ah, ich hab grad keine Frames mehr. T10M ist raus. Frontal. Schön. Haha, jetzt hat jemand C eingenommen, das ist ja witzig, oder? Ja. Da noch Spaßvogel, hat sich mal durchgemogelt. Und B, ich glaub's nicht, du. Also es ist nur zwei Stück, einer von Turka und einer von Lord. Ne, 1, 2, 3, 4 Ziele sind noch unterwegs. Ja, und die cappen alle, du. Siehst du das? Tatsache, die cappen gerade alles. Geil. T-44, ein Ferdinand, eine IS-3, ein Tiger. Ja, ich komme gerade bei Alpha von hinten. Und eine Maus. Ja, 20 kommt auf dich zu, Martin. T28 vom Spawn aus. Bist du? Ich fahr oben rum wieder, ich fahr nicht. Achso, okay, gut, nee, dann ist es. Ja, 20 ist weg. Danke. Und der ist ja von der Seite so weich wie Butter, ne? Da kann der nix. Ja, ich hab noch einige Fahrt marschiert. Und Vivian steht da und wartet nur darauf. Ja, aber die kommen nicht raus, ey. Da muss ich wohl mal reingehen, die Fahrt schießt. Tja, wenn der Berg nicht zum Propheten will, muss der Prophet halt zum Berg. Genau. Hinter dir. Okay. Oh, ich sehe es gerade, ja. So ein kleiner. Okay, den lasse ich mal da hinten machen. Oh nein, ich höre Bomben. Die liegen direkt neben mir. Bitte nicht. Lass mich überleben. Oh, jawoll. Oh, es hat mich die Dio gekillt. Ja. Die hat alles abgeräumt hier. Ja. Nein. Ach, Mist. Jetzt kriegt mich doch tatsächlich zum runden Ende hin noch der T-54. Verdammt. Hey, da sind immer noch welche unterwegs. Ey, ist unglaublich. Ja, jetzt hat er mich Tatsache noch gekriegt.
Eieieiei. Leck mich am Arsch, ey. Headshot ist bei uns im TeamSpeak. Ja, ja. Also MacBam. MacBam, ah ja, okay, hab ich noch nicht mitgekriegt. So, das war das zweite Match mit der IS-4. Mittlerweile bin ich schon ein bisschen öfters mit ihr gefahren. Ihr habt das gesehen, ich habe euch zwei Spiele hintereinander ins Video gepackt. Das erste war also tatsächlich das, wo die IS-4 zum ersten Mal bzw. zum zweiten Mal richtig zum Einsatz gekommen ist. Und das Match in Köln, wo wir dann in einer Squad gefahren sind, habe ich noch hinten mit dran gehangen, weil ich es auch sehr interessant fand. Da konntet ihr dann auch sehen, wie man den T10M von vorne knacken kann. Dafür muss man nicht so eine dicke Kanone haben wie hier in der IS-4. Das geht tatsächlich auch mit einer 8.8. Glaubt es mir einfach, es ist so. Wenn euch das Video gefallen haben sollte, würde ich mich natürlich über ein Like freuen. Und sofern ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, dann würde ich mich natürlich auch über ein Abo freuen. Solltet ihr irgendwelche Panzerwünsche haben, bitte, bitte, bitte tut mir einen Gefallen und schaut erstmal in meine Playlist. Ich sehe das die letzte Zeit immer öfters, dass ihr euch Panzer wünscht, die ich schon ein- oder mehrmals Let's Played habe. Teilweise sogar zwei Videos vorher noch Let's Played habe. Da hatten wir die Tage jemanden, der hat sich unbedingt den T34-100 gewünscht. Und in dem Video vorher, unter das er das gepostet hatte, habe ich schon gesagt, am kommenden Dienstag kommt der T34-100. Ein bisschen die Listen mal benutzen. Ich lösche die Videos ja nicht, nachdem ihr sie euch angeguckt habt. Die sind wahrscheinlich noch in 20 Jahren, ne, sofern YouTube nicht pleite geht. Ich wünsche euch alles Gute. Wir sehen uns im nächsten Video wieder oder eben auf dem Gefechtsfeld. Tschüss, euer Implied.